Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming hier. Wir spielen Disney Dreamlight Valley. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Besucht meine Website www.johnnyandfriendsgaming.com. Da habe ich einen Blog, da schreibe ich über Disney Dreamlight Valley, was ich so spiele, welche Quests ich gerade mache. Und wir sind jetzt hier im Spiel in eine alarmierende Entwicklung. Und ich muss sagen, ich habe bisher noch nicht so bemerkt, hier diese Risse in der Zeit, die sind richtig heftig. Jafar hat mal wieder mit der Zeit gespielt. So, und jetzt heißt's, hier in den funkelnden Dünen, die sind mir hier oben, ne? Okay. Ja, dann gucken wir mal. In den funkelnden Dünen. Walzer wurde dabei beobachtet, wie er sich in den funkelnden Dünen bräunte. Okay, na dann schauen wir mal. Rumba, Walzer und Polonaise. Ich habe gar nicht gewusst, dass Polonaise auch ein Tanz ist. So, dann kann er ja nicht weit sein. Mal da mal ein bisschen. Wir gehen einfach mal locker durch. Den finden wir, den haben wir gleich. Hm, wo kann er denn sein? Hier könnte man sich herlegen. Ein bisschen unter dem Baum hier, unter dieser Palme im Schatten. Könnte es hier auch noch zum funkelnden Dünen? Dass sie da nichts mehr weiter draus gemacht haben aus der Gastonia-Thematik. Dass sie da nichts weiter gemacht haben, das wundert mich ein bisschen. Ich habe gedacht, da kommt noch was. Auch mit dem Schiffen habe ich echt gedacht, dass da noch was passiert. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Nee, die funkelnden Dünen, die sind tatsächlich eigentlich wirklich nur hier, ne? Weil das da unten ist ja schon die Steppe. Die Steppe ist ja das. Da kann man ja durchlaufen. Nee, kann man nicht. Ich habe gedacht, man kann da doch, da kann man durchlaufen. Ah, sehr schön. Hier runter. Also hat er sich hier versteckt. Walzer. In den funkelnden Dünen. Ich liebe diesen Wecker-Quest. Finde das so schön. Das ist so richtig fantasievoll. Vor allem, dass sie da noch einen kleinen zweiten Teil gemacht haben, finde ich auch sehr schön. Da können wir kochen, aber kochen soll man ja nicht. Welcher den Bugs soll nur drinnen kochen. Das kann es zu schwarzen Bildschirmen führen. Gehen wir hier rüber. Aber das ist ja nicht funkelnde Düne, ne? Ne, das ist das Grenzland. Aber nachdem ja so ziemlich viel verbuggt ist, habe ich gedacht, guckst du hier mal rein. Ich sag's ja, ne? Gott, ist es goldig! Oh mein Gott, es wird so ein kleines Schirmchen. Ich liebe diesen Quest. Das ist so schön. Ich mach mal hier den Quest weg. Weil dann kann ich hier ein Bild machen. Ach Gott. Den muss man ausbuddeln. Den muss man ausbuddeln. Okay. Süß. Toll gemacht. Naja, dann buddeln wir ihn mal aus. So schön.
So. Gehen wir mal in die Aufgaben rein. Polynese wurde unter einem Felsen im wilden Dschungel gesichtet, wo er sich ausruhte. Das wird natürlich jetzt schwierig, ne? Unter einem Felsen im wilden Dschungel. Der wilde Dschungel. Ich habe immer gedacht, dass das alles der wilde Dschungel ist. Der wilde Dschungel unter einem Felsen. Das heißt, wir müssen jetzt mal überall rumlaufen. Grenzland. Dann würde ich sagen, laufen wir mal oben rum zur Promenade. Boah, ist ja voll hier, ne? Okay. Machen wir mal hier ein bisschen leer. Ist ja meistens sowieso nichts drin. Ja, vielleicht haben wir Glück. Mal was Schönes. Irgendwas, was ich noch nicht habe. Na, das war klar. Schade. Also unter einem Felsen. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Wir lassen uns Zeit. Wir suchen jetzt mal nicht aktiv. Weil dann finden wir ihn am schnellsten, wenn wir ihn gar nicht suchen, sondern einfach rumlaufen. Oha. Okay. Okay, können wir mal wieder was einpflanzen? Vielleicht hier oben? Naja, also das mit dem Weckern ist ein sehr schöner Quest. Wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Da kann er jetzt theoretisch überall sein. Schön, wie das regnet, na? Polynese wurde unter einem Felsen im wilden Dschungel gesichtet, wo er sich ausruhte. So fantasievoll. Hi. Wie heißt sie? Lana? Lena? Anna? Lana? Lea? Kann man ihren Namen nicht merken. Elsa? Nala. Ja gut, kennt keinen, der Nala heißt. Schwierig dann Verbindung mit herzusetzen. Das müssen wir mal hier ein bisschen gucken. Unter einem Felsen. Aber den hätte ich doch dann... Ja, vorhin sind wir hier zwar rumgelaufen, aber da hat man den Quest noch nicht aktiviert. Stimmt. Das ist richtig. So, dann schauen wir mal hier oben rauf. Der Affe. Hi. wo könnte der denn sein? Ein bisschen streicheln. So, bitteschön, danke schön. Jetzt gucken wir mal ein bisschen. Also man muss dann schon genau gucken, ne? Weil der Wecker in den Dünen, da musste man schon auch genau gucken. Und ich habe hier leider ziemlich viel rumgebaut. Nicht, dass der hier irgendwo ist. Gucken wir mal. Mit einem Mal ist der Regen weg. Das ist jetzt ehrlich ein bisschen gruselig. Wo sind wir jetzt? Hier oben. Ich würde gerne mal hier oben rauf gehen. Unter einem Felsen. Felsen kann ich jetzt keine entdecken.
Die Tiere bewegen sich auch nicht mehr so, wie sie sollen. Sie haben die ganze Zeit gewartet, dass ich vorbeischaue. Da kommt doch das kleine Häschen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich gucken soll. Bin da ein bisschen... Ist das goldig? Wie weit kann man das sehen, wenn man weiter weg ist? Ja, man kann das schon recht weit sehen. Man muss halt gucken, ne? Man sieht mal hier... Ja, man sieht das. Aber sie haben das sehr schön gemacht. Das ist Polonaise. Der schläft. Guck du mal. Ich mach mal die Musik ein bisschen aus. Ja, man hört eindeutig den Wecker, na. Kannst du keine Nahaufnahme machen, na? Jetzt. Sehr schön. Genauso will ich's haben. Guti. Tringering. Okay, befreien wir ihn mal. Ist das lustig. Okay, dann gehen wir mal Richtung Land der Uralten. Ist ja eher hier unten an der Küste. Das heißt, ich würde mal sagen, er ist hier. Hier irgendwo. Hier. Kann er sein. Da wahrscheinlich weniger bei Eve, wahrscheinlich mehr an den Docks. Das heißt, wir können mal hierher gehen, hier runter gehen in den südlichen Bereich. Rumba wurde beim Schwimmen im Land der Uralten gesehen und dann denke ich mal, kann man den angeln. Sehr schön gemacht, die Geschichte. Ich finde das sehr, sehr witzig. Ich mache hier mal an. Na komm. Solange er nicht verbuggt ist, kann man noch mit ihm spielen. Es ist ja da oben der eine Affe auch verbuggt. Kann man leider da nicht mit ihm spielen. Ist ein bisschen zu viel zugebaut. Ne? Ja, ich bin schon dabei, wieder ein bisschen zu entzerren, das Ganze. Indem ich dann auch wieder Sachen rausnehme. Okay, der ist auch verbuggt. Das geht nicht. Das waren schon drei Stück. So, wir gehen mal runter. Holen mal die Angel und schauen hier mal runter. Jetzt weiß ich nicht, ob man ihn sieht oder ob man ihn beim Schwimmen... Ja, ja, man sieht ihn, man sieht ihn. Sonst würde man ihn ja nicht sehen. Da müsste man sozusagen alles abangeln, um an den Wecker zu kommen. Okay. Hi Donald, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn? Schauen wir mal, was er sagt. Hallo Donald. Wie findest du deine Nachbarn? Oh Junge, mein Onkel Dagobert ist bereits hier im Dorf. Er hat mir sehr geholfen. Er ist super. Es würde mich allerdings wundern, wenn er bei dir irgendetwas ohne Gegenleistung macht. Ja. Das stimmt schon. Naja, gut, da ist ja Ursula fast noch schlimmer, ne? Okay, also, warte mal. Hier oben kann man ja nicht angeln, ne? Nee, hier oben kann man nicht angeln. Da, das ist der Affe, wo auch manchmal, wenn er da ist, verbuggt ist. Ich bin mal so gespannt, was passiert, wenn wir den Stein hier wegkriegen. Was da dahinter ist, das interessiert mich echt. Also es gibt hier schon in Disney, Dreamlight Valley, noch einige Geheimnisse, die wir lösen können. Bei dem Tempo, wo wir vorangehen, boah, wird das eine ziemlich lange Zeit. Ich denke mal, Disney Dreamlight Valley wird es auf jeden Fall noch...
habe eigentlich gedacht, 5 bis 10 Jahre geben. Allerdings mit Gameloft weiß ich nicht, ob die noch da sein werden, weil ganz ehrlich, die haben das Spiel nicht im Griff. Und Disney sollte sich da einen neuen Partner suchen. Denn so wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter. So. Hatten wir da nicht mal eine Kiste? Ah ja. Machen wir mal hier schnell ein bisschen leer. Was haben wir denn hier alles? 1, zack, zack, zack. Kohle kann weg, Melone kann da bleiben. Das kann weg, das kann weg. Zirkon, das ist alles neu hier, ne? Okay. Okay, dann gehen wir mal runter. Angel bereit halten. Jetzt bin ich gespannt. Ladies and Gentlemen. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Schauen wir mal hier ein bisschen. Sieht man was? Ist er da hinten? Warte mal, ich mach mal das Schiff weg. Nee, ist zu weit weg. Nee. Nee, 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 nee. Das ist schon hier. Gehen wir mal hier rüber. Libelle? Hm, ich sehe aber nichts. Oswald? Hm. Jetzt bin ich aber ein bisschen platt. Jetzt bin ich aber ein bisschen platt. Was steht denn da? Im Land der Uralten. Ja, ja, das ist schon hier unten irgendwo. Okay. Manche Menschen sind es wert, dass man für sie schmilzt. Gott, bin ich jetzt erschrocken. Ich habe jetzt so. Ich habe jetzt gedacht, was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht. Hm. Eine alarmierende Entwicklung. Wir wissen. Nein, nein. Jetzt bin ich aber platt. Hier oben habe ich jetzt eher gedacht, dass hier nichts ist. Also ich glaube, hier hinten habe ich auch noch nie geangelt. Aber man kann von der Brücke angeln. Das finde ich cool. Kann sich so herstellen. Und kann da tatsächlich angeln. Okay, also hier ist nichts. Na, nein, hier ist nichts. Ja, das ist jetzt überraschend. Das Land der Uralten. Jetzt muss ich noch mal gucken hier auf die Karte. Land der Uralten. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, hier. Ich meine, hier steht auch Land der Uralten. Gibt es hier Wasser? Kann man hier angeln? Ja. Eigentlich nicht so. Ich bin ein bisschen überrascht. Er schwimmt im Land der Uralten. Okay. Interessant. So, machen wir hier wieder ein bisschen frei. Hi, Elsa. Er ist nicht da. Ladies and Gentlemen, liebe Gaming-Freunde. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich nehme mal an, wir werden ihn sehen. Wir werden ihn erkennen, wenn wir ihn sehen. Also wir müssen jetzt nicht alles angeln, das glaube ich nicht. Ich höre ihn. Habt ihr das gehört?
Ich habe ihn gehört. Ja. Da, er läutet. Gut, dass ich... Ja, er läutet. Also muss man das tatsächlich angeln? Oh, das ist ja eine gemein, will ich nicht sagen. Ist der hier unter dem Schiff hier vielleicht? Nee. Nee. Dann ist es doch hier. Also muss ich ausmachen. War eine gute Idee. Rumba. Oh, war das cool. Bringt das letzte Wecker-Trio zu, Oswald. Da kommt Wolle und ich kann nicht mit ihm reden. Das ist so schade. Rumba, Polonaise und Walzer. Ist das nicht schön? Okay, bitteschön. Ich krieg einen Wecker. Achso, ich gebe die weg. Okay. Also gut, hier sind die restlichen geflohenen Wecker. Ja! Ich will ehrlich zu dir sein, Oswald. Das sind die niedlichsten Wecker, die ich je gesehen habe. Du musst dich besser um sie kümmern. Oh, es ist nicht meine Schuld, dass sie abgehauen sind. Du bist derjenige, der sie animiert hat, nicht ich. Aber ich nun, siehst du, es ist so, ich wollte nur schnüffeln. Dass sie mehr Spaß haben. Du musst doch nicht traurig sein. Was ist, wenn sie wieder entkommen? Wir können nicht zulassen, dass sie ständig auf der Insel der Ewigkeit herumrennen. Doch, doch, ich möchte das gerne. Ich würde mich das so drüber freuen. Sie treiben sich gerne herum. Bei der nächsten Gelegenheit könnten sie sich durchmogeln. Ich hab's. Wir müssen mit Olaf reden. Vielleicht kann er Ihnen eine Geschichte erzählen. Olaf? Okay, das ist aber jetzt extrem weit hergeholt, oder? Ja. Olaf? Eine alarmierende Entwicklung. Ladies and Gentlemen, dann lassen wir es mal hier dabei. Dann gehen wir mal in der nächsten Folge zu Olaf. Ich würde sagen, wir bleiben auf der Insel der Ewigkeit. Und geh nicht zurück ins Ursprungs-Valley. Und dann versuchen wir mal hier den nächsten Quest zu machen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Und besucht mich auf meinem Blog www.johnnyandfriendsgaming.com. Schaut da rein, schreibt da auch mal einen Kommentar rein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann wünsche ich euch noch schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und gleich geht's weiter mit dem nächsten Teil. Eine alarmierende Entwicklung. Rede mit Olaf, um zu sehen, ob er die ungestümten Wecker beruhigen kann. Da kommt er schon angedüst, da hinten. Seht ihr das? Oben links? Wir können mal hingehen. Da ist er. Ja, wir gucken mal. Okay, bis gleich. Tschüss. Wir schon. Ja, gleich. Oha. A Rift in Time. Das sind aber viele Rifts hier.